Wir sagen, wie die Kirche eben es gesagt hat, man kann niemanden drängen, eine Religion, auch sogar die katholische Religion, aufzunehmen mit Gewalt. Die Kirche verlangt, dass die Annahme der Kirche ein freiwilliger Akt sei. Und also wenn man das versteht unter Religionsfreiheit, dann sind wir dafür. Wenn man hingegen sagt, ein jeder kann seine Religion wählen, jede Religion ist gleich, dann sagen wir halt, das stimmt nicht. Die Kirche hat nie so gesprochen. Die Kirche hat seinen Dogma gemacht, außer der Kirche gibt es kein Heil. In dem Sinne sieht sie ganz, ganz eindeutig, dass sie ausschließlich die Mittel hat, um in den Himmel zu bringen. Und also dann ist man eigentlich nicht mehr frei, irgendeine Religion zu nehmen. Man kann schon, aber dann schadet man sich. Das ist wie man würde man sagen bei einem Wagen, ja, der Wagen hat eine freie Bewegung. Also ich darf in den Baum hineinfahren. Man sagt, ja schon, Sie sind frei, das zu tun, aber dann gibt es keinen Wagen mehr.